Joachim Lambi, Flucht auf Mallorca. So will er seine Ehe retten. Endlich wieder strahlen können, gemeinsam unbeschwert durchs Leben tanzen und die Ruhe genießen. Wird das für Joachim Lambi, 59, und seine Ilona, 50, jetzt wieder möglich sein? In Deutschland, ja, da schwebt die Vergangenheit des Let's Dance-Jurors schließlich wie ein Damoklesschwert über ihm und seiner Beziehung. Und die Spatzen pfeifen es von den Dächern, Joachim will sich davon loseisen und seine Ehe retten, und ist dafür mit Sack und Pack nach Mallorca geflüchtet. Joachim Lambi, sein Haus in Hessen hat er vermietet. Denn hier auf der Insel, da wird das Paar nicht ständig mit Joachims Ex-Frau Silvia Putzmann, 57, konfrontiert. Die Frau, die Lambi für seine große Liebe Ilona verließ. Verkraftet hat die Ex-Frau diesen heftigen Schlag nie. Sie flüchtete sich nach der Trennung in den Alkohol. Zu tief sitzt der Schmerz, zu gebrochen ist das Herz. Ihre Mutter Ingeborg, 85, ließ sie sogar in einem Pflegeheim unterbringen, sie hätte sich sonst tot getrunken. Nicht umsonst hat Joachim für sich und seine Ehefrau entschieden, endlich die Vergangenheit knapp 1700 Kilometer hinter sich zu lassen. Sein 300 Quadratmeter Haus im hessischen Bad Vilbel, in dem er mit seiner Ilona lebte, soll bereits vermietet sein. Auf Mallorca hat das Paar liebevoll das einstige Ferienhaus, das es 2022 samt 374 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche und Pool gekauft hat, renoviert und darin ein neues Zuhause gefunden. Joachims Traum, mit seiner Frau sehr lange zusammen zu sein? Der könnte, weit weg von Deutschland und dem Gewesenen, endlich wahr werden.